Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Unboxing Boys. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch das Steelbook von Guardians of the Galaxy vorstellen. Bestellt habe ich mir dieses gute Stück für 21,99 € bei cd.de. Und ich habe dieses gute Stück schon seit dem 22.12.2014 habe ich es bei mir liegen und habe leider keine Zeit gehabt für das Ganze zu unboxen über die Feiertage. Und ja, bei der VÖ am 8.1. in Deutschland wird dieses gute Stück 29,99 € kosten und das ist mir dann einfach zu teuer. Und ja, und dann würde ich sagen, dann packe mir das Ganze mal aus und dann stelle ich euch das Ganze mal vor. Wie man hier sehen kann, haben die Steelbooks wahrscheinlich neue Verpackungen, rostfreie Verpackungen. Und dann mache ich das Ganze mal ab. Und hier haben wir noch einen kleinen Sticker drauf gehabt, einzigartig in Bild und Ton für Blu-ray Disc Player und PlayStation 3. Gut, die Blu-ray, die wird sich auch in jeder PlayStation 4 oder Xbox One problemlos abspielen lassen, denke ich. Und ja, dann gehen wir mal zum Eingemachten, würde ich sagen. Und ja, wie man sehen kann, ist diese Steelbook in einem Pappschober drin. Und dann zeige ich euch mal die ganzen Details. Filmbeschreibung könnt ihr euch ja selbst mal durchlesen, einfach auf Pause drücken. Und als Extras haben wir die Featurettes, zusätzliche und erweiterte Szenen, Pannen vom Dreh, Audiokommentar von Regisseur James Gunn. Als Tonspur haben wir eine DTS HD 5.1 in Deutsch und eine DTS HD 7.1 in Englisch. Und hier kann man nochmal sehen, dieses urheberrechtlich geschützte Produkt ist für die Schweiz lizenziert. Da kann man nochmal sehen, damit ich es nicht in Deutschland gekauft habe. Wie gesagt, VÖ in Deutschland ist erst am 8.1. Und dann kommen wir mal zu Steelbook. Und wie man sehen kann, ist hier vorne das Stereo nicht geprägt, sondern gestanzt. Hier haben wir eine Rahmenprägung. Das sieht natürlich aus wie ein Walkman oder Kassettendeck oder ähnliches. Dieses Teil hier, die Blende hier, ist aus Plastik, finde ich. Fühlt sich zumindest so an. Auf der Seite am Spine haben wir hier das Logo von Marvel. Hier das Logo von Blu-ray Disc. Hier haben wir einen Play-Knopf, einen Zurück-Knopf, einen Vor-Knopf und einen Stopp-Knopf. Sorry. Hier auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Hier haben wir den Batteriedeckel und der ist leider nicht geprägt. Hier haben wir die ganze Truppe, wo in diesem Film mitspielt. Ich selber kann persönlich zu diesem Film nichts sagen. Ich habe ihn weder im Kino gesehen, sonst noch wo. Und ja, es war halt jetzt einfach mal ein Blindkauf, aber Marvel-Filme sind eigentlich generell gut. Dann klappe ich das Ganze mal auf. Oh, und da kommt schon die CD entgegen, was ich nicht so gut finde. Hier haben wir ein wenig Werbung, interessiert aber keinen. Und dann zeige ich euch mal den Innendruck. Da sieht das Ganze so aus. Finde ich sehr, sehr stark gemacht. Schöne Farben. Die CDs. Hier haben wir die Blu-ray 3D. Leider nur in einem blauen Artwork bedruckt. Finde ich sehr, sehr schade, weil da könnte man einiges besser machen. Aber das scheint für Marvel üblich zu sein. Mein The Avengers Steelbook oder Captain America ist genauso. Hier haben wir die Blu-ray 2D. Und so sieht die andere Hälfte aus.
Sieht doch richtig geil aus, oder wie findet ihr es? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare oder so. Dann drehe ich das Ganze nochmal um. Dann seht ihr das Ganze nochmal von außen. Richtig, richtig stark finde ich. Und ja, dann sind wir wieder am Ende angekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar mit einem Lob oder einer Kritik. Oder vielleicht sogar ein Abo. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Gesundheit. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Unboxing Boys.